Ja, Tag, Checker-Freunde. Siehst mal wieder seit langem mit Kommentaren, wann machst du mal wieder ein Video zu deinem BMW? Und dachte ich, ja, jetzt ist mal wieder Zeit. Wir haben jetzt knapp 46.000, 47.000 Kilometer runter. Und ich muss sagen, mit eines der geilsten Autos, was ich je gefahren bin und was ich bisher besitzt habe. Und noch besitze, sage ich mal. Ich muss wirklich sagen, performance-technisch, ein Hammer-Auto, optisch mega, dieser Hintern, die Serienleistung war schon gut, ich hatte schon 445 PS Serie statt 411 und knapp 600 Newtonmeter, das war natürlich eine sehr gute Grundlage für eine gute Stage. Da nochmal vielen Dank an LCE Performance am Bodensee, die fahre ich jetzt knapp 35.000 Kilometer die Stage, ohne Probleme und das Ding geht wie Hölle. Da habe ich manchmal selbst Angst. Ja, ich fahre mit knapp 580 PS auf 98 Oktan abgestimmt, nicht auf 102, weil wir ja, wie gesagt, viel Österreich, Schweiz und Italien und so unterwegs sind, Südtirol. Ist es besser für den Motor? Ja, knapp 800 Newtonmeter Drehmoment habe ich. Also das Ding ist schon richtig gut, habe fast 100 Kilo weniger Gewicht. Motorhaube, Vollcarbon. Habe teillackiert, keine Rücksitzbank mehr etc. drin, Fahrwerk gemacht, Rennbremsflüssigkeit, Rennbelege, Stahlflex, Distanzscheiben, Felgen komplett in Schwarz, Hochglanz oder Pulver beschichten lassen in dem Fall. Frontlippe natürlich, die Vollcarbon-Motorhaube, Heckspoiler, alles das Ganze ist von Aerodynamics. Richtig tolles Material, richtig tolles Carbon. LED-Performance-Lenkrad habe ich noch drin und ich muss sagen, ein bisschen Werbung ist natürlich drauf. Das Auto macht richtig Bock, es macht null Probleme, gar keine. Ich hatte gar keine Probleme mit dem Fahrzeug bisher. Also muss ich wirklich sagen, BMW, vielen Dank für so ein tolles Auto, für so einen grandiosen Motor. Und ich kann nur empfehlen, so ein Auto zu kaufen. Ich fahre es nicht unter 50 Kilometer, also und dann wird er erstmal richtig schön warm gefahren, nicht unter 90 Grad Getriebe oder Motoröltemperatur. Er wird kalt gefahren und das ist, finde ich, ganz wichtig. Dann habt ihr auch gar keine Probleme. Ja? Und die hatte ich gar nicht. Was hat mir nicht so gut an dem Auto gefallen? Da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Die Bremslichter hinten, beziehungsweise die Rücklichter, die fallen aus. Da müsst ihr danach gucken, zum Beispiel die Blinker. So nach 4 Jahren hat es bei mir jetzt angefangen. Und wenn ihr Service alles bei BMW gemacht habt, bekommt ihr die auch noch ersetzt. So war es zumindest jetzt bei mir. Was ich auch ätzend finde, ist, dass die Scheiben innen schmieren. Boah, Katastrophe, da putzt du, lässt sie zweimal runter, ist es wieder verschmiert. Ich weiß nicht, was sie da innen drin reinpappen. Ab und zu mal das Knacken, Wackeln mit dem Getriebe vom Rückwärts auf Vorwärts oder Vorwärts auf Rückwärts, da braucht es kurz, ja, geht, aber ist ein bisschen nervig, aber haben ja andere auch. Dass die vorderen Sensoren nicht automatisch angehen, wenn man langsam fährt. Man muss immer den Knopf drücken, muss man aufpassen. Das sollten sie automatisch ab einer gewissen, unter 10 km/h zum Beispiel, sollte der sich dann automatisch vorne einschalten. Die Sitze. Ja, wenn man nicht viel Rennstrecke fährt, so wie ich, oder nicht so wie ich, dann sind sie okay für den Komfort und lange Strecken, aber für Rennstrecken und sportlich fahren, Pässe fahren, sind die Seriensitze nix. Also guckt entweder nach den Sportsitzen oder macht euch gleich Recaros rein. Ja? Es gibt nichts zum Festhalten für einen Beifahrer, keine Haltegriffe etc. Auch doof, wenn ich keine gescheiten Sitze habe. Und der Sound war natürlich der erste M ohne oder mit OPF in dem Fall. Ich habe jetzt auch eine Sportabgasanlage drin mit X-Pipe. Dann hört er sich einigermaßen gut an und macht auch ein bisschen Spaß und gibt so ein Feedback, was man auch vorne drunter hat. Ja? Ich fahre natürlich viel Rennstrecke. Jetzt waren wir in Spa-Francorchamps, jetzt geht es wieder zum Red Bull Ring. Und das Auto jetzt mit der modifizierten Bremse, die Serienbremse, ist ja eine Katastrophe. Ja? Die gibt dir ein Gefühl, als wenn du auf Eiern unterwegs bist. Ja? Das ging ja gar nicht. Also da muss ich sagen, das war kein schönes Gefühl, BMW. Und die Sportbremsanlage gab es, wo ich den gekauft habe, damals erst ein paar Monate später leider. Aber wir haben Abhilfe geschaffen mit Rennbelägen, Rennbremsflüssigkeit und Rennbelägen. Jetzt funktioniert die auch 10 Runden am Stück auf Spar, ja, volle Lotte. Da funktioniert die jetzt richtig gut und da macht es dann auch Spaß. Aber die Bremse war mit das Größte, was ich schlecht fand, vom Gefühl her. Ja. Aber jetzt geht sie wirklich
richtig gut. In der Kombination mit den Reifen, ich fahre die Michelin 4S, weil ich auch noch ein bisschen auf der Straße unterwegs bin und Pässe fahre, ist es wirklich eine richtig gute Kombination. Ja, Motor ist gut, Optik ist natürlich mega, Kofferraum ist geil, da habe ich gleich mal die Auspuffanlage vom Rückweg von Spar geholt, hat reingepasst. Das ist einfach ein geiles Auto. Er ist sehr kompakt, er verzeiht sehr viel. Ich bin einmal über eine Verkehrsinsel geschossen, war einen Meter in der Luft. Ist zwar das Lenkrad nachher schräg gestanden und alles, aber er hat mich trotzdem noch 4 Tage Pässe mitfahren lassen, obwohl das Lenkrad so stand. Also, er verzeiht wirklich sehr viel. Tolles Auto. Was ich auch noch ätzend finde, ist, dass der Tankdeckel kein Wasserloch hat. Ja? Wenn man sein Auto wascht und vergisst, den Tankdeckel sauber zu machen, weil da geht das Wasser nicht durch, dann schwimmt alles rüber. Warum ist das? Beim normalen Zweig gibt es das auch, haben sie es hier vergessen? Ich habe keine Ahnung. Ja, ich zahle 1.000 Euro Versicherung im Jahr mit 10.000 Kilometer, aber so viel fahre ich gar nicht. Also wie gesagt, das ist nach 4,5 Jahren knapp 47.000 Kilometer. Liegt so im Schnitt bei 14 Liter. Geht nicht anders. Ja, wenn ich ihn fahre, dann fahre ich ihn richtig. Aber ansonsten, die Kundendienste lagen nie über 450, 480 Euro, muss ich sagen. Habe jetzt noch die Zündkerzen getauscht. Die Zündkerzenschächte alle komplett gereinigt. Von meinem Nachbar GL Performance hat er richtig gut gemacht. Danke dafür noch einmal. Und ja, ansonsten, wenn man das Ding pflegt, seine Kundendienste macht, ich mache alle zwischen 5.000 und 7.000 Kilometer, mache ich persönlich Ölwechsel. Ja, das kann jeder für sich selbst entscheiden. Was natürlich auch noch krass ist mit der Motorhaube, ich habe durch die Lüftungseinschlitze hier mit Carbon, habe ich locker 10 Grad weniger Motortemperatur. Leute, wenn ihr viel Rennstrecke fährt, viel auf Temperatur, braucht ihr sowas. Das ist für einen Motor so gut. Mit dem Öltemperatur hat es nichts zu tun, das ist ja innen drin, aber die Abluft, das ist Wahnsinn, was das ausmacht. Und wenn es mal im Winter kalt ist, da qualmt es und dampft es da richtig raus, das ist so brutal. Es geht wirklich so durch und es ist mega. Funktioniert richtig gut, hätte ich nicht gedacht. Ja, und ansonsten war es schon. Also Gebrauchtwagencheck, auf das sind die Dinge, worauf ihr achten müsst. Ich hatte nie Probleme bisher. Schreibt Kommentare rein, was ihr so für Probleme habt, dass ich vielleicht auch mal drauf schaue. Aber wie gesagt, immer schön warm fahren, längere Strecken fahren, keine Kurzstrecken. Es hat noch nie Salz gesehen, das Auto, ja, also zumindest auf der Straße und auch so nicht. Ich mache nur Handwäsche. Meine 5-Jahres-Beschichtung hat immer noch 80% Leistung. Die hebt nochmal 5 Jahre. Ja, also wirklich tolles Auto. Und wenn mal was passiert, kann man mit relativ wenig Geld auch mal wieder Teile wechseln und hat trotzdem eine richtig geile Performance und kann die dicken Autos auch mal ein bisschen ärgern mit der Kiste, mit einer guten Stage, und es hält das Auto locker aus. Ja, das zu meinem Thema Review, 47.000 Kilometer, Gebrauchtwagencheck, was habe ich so für Erfahrungen mit dem M2 Competition, und ich sage immer noch, kauft euch so ein Auto, es ist wirklich, ich sage, es ist geil. Vielen Dank an BMW und ja, aufs nächste Review, macht's gut, ciao.